Jo, was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe euch ganz frische Zahlen zur US-Wirtschaft, zur deutschen Wirtschaft und zur chinesischen Wirtschaft mitgebracht. Und ich werde euch sagen, warum mein Ausblick für dieses Jahr sehr, sehr positiv ist. Vor allem, warum es keine Rezession geben wird. Darauf werde ich am Ende des Videos eingehen und ich werde euch auch die Zusammenhänge mit der US-Notenbank erklären, ja? Aber auch im Zusammenhang mit der EZB und der chinesischen Notenbank. Vor allem die Steuerung der US-Notenbank werden wir uns anschauen und da werde ich meine Einschätzung zu abgeben und dann verstehst du auch, warum viele Krisenpropheten daneben liegen, die ganze Zeit eine Rezession, einen Riesencrash und so weiter voraussagen. Also bleib unbedingt dran. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die neuen Daten. Und da schauen wir mal. Hier kam eine Umfrage von Bloomberg raus und an den US-Konsumenten. Wir schauen also hier zuerst in die USA und wir sehen hier, dass der US-Konsument für 2024 sehr, sehr positiv gestimmt ist. Welch Überraschung! Damit eine Rezession in den USA kommen kann, müsste der Konsument negativ gestimmt sein und der Arbeitsmarkt müsste Schwächen aufweisen. Beides ist nicht der Fall. Wir sehen hier, über die Hälfte, sogar 6% hier, sagen, dass sie dieses Jahr sehr, sehr stark bleiben werden, was den Konsum angeht. Also die Hälfte hier sagt, sie werden stark bleiben und sogar 6% sagen, sie werden sogar noch stärker konsumieren. Ja? Also über die Hälfte, wir sind hier bei 55% und nur 45% sagen, naja, ich möchte mich ein bisschen zurückhalten. Ja? Also der US-Konsument ist hier mehrheitlich sehr, sehr positiv gestimmt für dieses Jahr. Ja? Woran das wohl liegt, da werden wir auch noch drauf eingehen. Schauen wir hier in den nächsten Chart und wir sehen hier, dass auch die Kreditvergabestandards hier in grün dargestellt, vor allem die grüne Linie, hier immer lockerer werden. Ja, nur noch 12,9% der Banken sagen, dass sie striktere Vergabestandards ansetzen. Und die Mehrheit wird hier entsprechend schon wieder lockerer. Das heißt, nur 12,9% verwenden noch richtig strikte Vergabestandards für Bankkredite an. Also wir sprechen von den Banken. Und die Mehrheit geht hier schon wieder über zu einer laxeren Kreditvergabe. Ja? Und das bedeutet hier, das Kreditangebot erhöht sich gerade. Ja? Und jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis natürlich die Nachfrage entsprechend auch nach oben geht, weil natürlich die Kredite, was die Zinsen angehen, auch immer attraktiver werden in den nächsten Monaten. Warum? Weil die US-Notenbank im Dezember erstmalig angekündigt hat, dass sie über Zinssenkungen nachdenken. Und das bedeutet nichts anderes, dass hier auch der Bankensektor wieder die Möglichkeit hat, Kredite zu günstigeren Konditionen anzubieten. Und wenn das angeboten wird, dann ist nur eine Frage der Zeit, bis die Nachfrage entsprechend kommt. Und wir sehen auch schon hier im Chart, ja, schon auch die Nachfrage hier in Gelb dargestellt, geht auch schon nach oben, ja, nach Krediten. Und wenn wir das sehen, dann ist hier ein positiver Ausblick für das Jahr 2024 und vor allem auch 2025 zu sehen, ja, weil das ist natürlich ein Zyklus, der bis Ende 2025 mal mindestens weiterläuft und von daher eine tolle Entwicklung und letztendlich auch das Fundament für Wirtschaftswachstum darstellt, ja, nämlich dass die Banken entsprechend die Industrie, aber auch den Konsumenten mit entsprechenden Krediten versorgen. Schauen wir weiter. Und was sehen wir hier? Wir sehen, dass auch die Auftragslage
entsprechend sich deutlich verbessert in den USA. Ja, und zwar hier geht es um die Auftragseingänge im Verhältnis zum bestehenden Lager, und die Auftragseingänge steigen hier deutlich an. Also die US-Wirtschaft nimmt hier wieder Fahrt auf. Ja? Und das Ganze im Prinzip schon seit 2023. Ja, da ist ja die US-Wirtschaft schon deutlich besser gelaufen. Und das Einzige war im Prinzip der Einbruch Ende 2021 bis 2022. Und ab 2023 ist die US-Wirtschaft wieder in die richtige Richtung gelaufen. Ich erinnere nun noch mal daran, nur in 2022 gab es zwei aufeinanderfolgende Quartale, nämlich das zweite und ich glaube das dritte Quartal, wo die US-Wirtschaft entsprechend zurückgegangen ist. Ja? Und ansonsten, ab da hat die US-Wirtschaft wieder den Weg zu Wachstum gefunden und sie wird auch 2024 weiter wachsen. Meine Prognose ist vielleicht nicht ganz so stark wie 2023, aber auf einem sehr, sehr guten Niveau, und wir lassen uns auch gerne überraschen. Vielleicht wird es sogar besser als 2023. Schauen wir weiter, aber es ist natürlich nicht alles Gold, was glänzt. Wir sehen hier die Regionalbanken in den USA und wir sehen hier, dass die abstürzen. Ja, das Sentiment entsprechend ist schlecht, was die Regionalbanken angeht. Und hier kann man sich jetzt natürlich Sorgen machen, dass da wieder eine Bankenkrise kommt oder wie auch immer. Meine Einschätzung ist ganz einfach, es wird so ablaufen wie letztes Jahr März. Es handelt sich hier um Regionalbanken. Die werden innerhalb von einem Wochenende entsprechend verscherbelt an die größeren Banken, so wie es letztes Jahr gewesen ist. Und so wie es übrigens auch die Schweizer mit der UniCredit gemacht haben, ja, beziehungsweise, Entschuldigung, mit der Credit Suisse gemacht haben. Und dementsprechend nichts Großes, sich hier Sorgen zu machen, sondern im Gegenteil, das wird weiteres Risiko aus dem Markt nehmen und letztendlich wird die Notenbank auch mit stimulieren, so wie sie es letzten März gemacht haben. Also von daher denke ich, ist das kein großes Risiko, weil es handelt sich hier um die Regionalbanken. Jetzt, um nochmal zum Arbeitsmarkt in den USA zu kommen. Ja, es gibt ja auch diese Krisenpropheten, die sagen hier, ja, es wird riesige Kündigungswellen geben und so weiter und so fort. Der Arbeitsmarkt wird nachlassen und dann bricht auch die Wirtschaft ein. Ja. Also was wir gesehen haben, im Prinzip die Kündigungswellen, die großen, haben wir schon lange hinter uns. Und da muss man sagen, die US-Unternehmen steuern das natürlich sehr, sehr klug. Ja. Weil wenn du dich erinnerst, die US-Unternehmen haben sogar Anfang 2023 mit Jobcuts angefangen, ja. Aber alles in einem vernünftigen Rahmen. Ja? Amazon, Meta und so weiter, die ganz großen, ja, aber auch Tesla und so weiter, haben Jobcuts vorgenommen Anfang 2023. Und wir sehen ja, 2023 ist ja sensationell gelaufen. Das heißt, wir können hier im Prinzip sagen, die große Kündigungswelle war im Prinzip schon 2022 und ging dann noch in den Anfang 2023 hinein, aber seitdem ist es zurückgegangen und auch jetzt machen die Unternehmen ja wieder Jobcuts Anfang 2024. Du hast es wahrscheinlich die letzten 14 Tage mitbekommen, aber das ist alles im Rahmen. Ja, wenn man sich die prozentuale Entlassung anschaut im Vergleich zur Beschäftigung von beispielsweise Amazon, dann ist das im kleinen einstelligen Prozentbereich. Ja? Und genauso ist das bei beispielsweise den anderen Firmen, ob das jetzt Google, Meta oder sonst wer ist. Ja? Sie entlassen hier relativ wenig im Verhältnis zur Gesamtbelegschaft. Ja? Und da muss man ja mal festhalten, das machen doch die amerikanischen Unternehmen sehr, sehr gut. Sie setzen lieber frühzeitig ein kleines bisschen der Belegschaft frei, als dann wirkliche Probleme im Laufe des Jahres zu bekommen. Und das haben wir ja 2023 gesehen. Die Unternehmen haben Anfang 2023 einen kleinen Prozentsatz gecuttet und 2023 lief sensationell. Jetzt machen sie es 2024 wieder.
cutten einen kleinen Prozentsatz und dieses Jahr wird wieder sensationell laufen. Ich werde vor allem, wie gesagt, am Ende des Videos darauf eingehen, warum. Und das hat vor allem mit der Geldpolitik zu tun. Wenn dir das Video bisher gefällt, dann lass gerne ein Like da und abonniere gerne auch den Kanal. Und so kannst du eben auch den Kanal unterstützen, sodass andere diese Informationen erhalten. Gehen wir weiter. Und wir schauen uns nämlich die Unternehmensstimmung an in den USA und wir sehen, die ist hier nahe einem Allzeithoch. Ja, das muss man im Prinzip mal sehen. Ja, das heißt, die Stimmung wird deutlich besser und wir sind schon lange durch das Tief durch. Ja, die Märkte haben auch 2022 beziehungsweise Ende 2021 und ich sag mal, die ersten Monate 2022 die Rezession schon voll eingepreist. Und deswegen sind ja die Märkte 2022 schlecht gelaufen. Und das haben wir schon längst hinter uns. Und das siehst du hier auch im Sentiment. Das haben wir schon längst hinter uns. Wir sind auf dem Weg der entsprechenden positiven Entwicklung, was die Wirtschaft angeht. Ja? Was da der treibende Faktor ist, wie gesagt, da gehe ich gleich noch drauf ein. So. Schauen wir uns die deutschen Daten an und da sind Daten zum deutschen Einzelhandel rausgekommen und da sehen wir, der entwickelt sich nach wie vor schlecht. Genauso wie die Industrie, auch der Service-Sektor ist im Prinzip in Deutschland im rezessiven Bereich und dementsprechend nach wie vor eine schlechte Situation. Es sind jetzt die Auftragseingänge für Dezember rausgekommen, ja, die waren überraschend stark, aber da muss man auch sagen, wenn man da mal die Anzahl der Großaufträge oder die Großaufträge, die wenigen, rausrechnet, dann haben wir auch im Dezember für die Auftragseingänge ein Minus dahinter. Ja, das heißt, in der Breite sind die Auftragseingänge eben immer noch sehr, sehr schwach. Ja, einzelne Großaufträge haben das Ganze ins Plus gezogen. Auch die Einzelhandelsumsätze, was für den deutschen Konsum letztendlich ein Spiegelbild ist, sind hier auch sehr, sehr schwach. Ja, dementsprechend aus meiner Sicht, ich hatte es schon öfters gesagt, müsste die EZB hier eigentlich inzwischen viel schneller gegensteuern als die US-Notenbank. Was allerdings die deutschen Unternehmen gut machen, das muss man ja mal sagen, und zwar sie umgehen die Sanktionen gegenüber Russland, indem sie hier nach Georgien exportieren. Ja? Hier sehen wir die rote Linie, da wurden die Sanktionen, die im Prinzip nur uns schaden, größtenteils, die uns teure Energiepreise bringen, die unsere Wirtschaft hier in Deutschland lahmlegen, die uns Schwierigkeiten machen. Da haben viele Unternehmen eben auch Möglichkeiten gefunden, die Sanktionen zu umgehen und zwar nach Georgien zu exportieren und die Georgier schieben das dann über die Grenze nach Russland. Ja? Also muss man sagen, die deutsche Wirtschaft ist hier doch ein bisschen cleverer als die deutsche Bundesregierung. Die deutsche Bundesregierung versucht ja ständig mit den Sanktionen Schaden an der deutschen Wirtschaft anzurichten. Aber es gibt hier doch viele deutsche Unternehmen, die hier sehr, sehr smart sind und entsprechend Mittel und Wege finden, die Sanktionen zu umgehen. Und das ist natürlich gut so, weil sonst würde das Bild in Deutschland noch viel schlechter aussehen, was die Wirtschaft angeht. Und das sieht ja schon sehr, sehr schlecht aus. Ja? So, dann schauen wir noch nach China rüber. Und da ist es ist die Situation so, dass die Industrie, die Wirtschaft auch sehr, sehr schlecht läuft. Ja, wir sind hier, was die Preise angeht, immer noch im deflationären Bereich. Das heißt, die Preise gehen hier eher zurück, statt dass sie weiter steigen. Ja, und deswegen ist jetzt auch der Stimulus von der chinesischen Notenbank erforderlich. Ja, und vor allem auch wieder einer gewissen Öffnung, weil die Investoren sind natürlich aus China abgezogen. Und nach China fließt im Prinzip so gut wie kein Kapital mehr. Es fließt inzwischen mehr Kapital oder die Kapitalströme verändern sich mehr Richtung Indien als Richtung China. Ja? Und das hat natürlich mit der chinesischen Regierung zu tun, die hier entsprechend die Wirtschaft so stark beschnitten hat,
die letzten Jahre und dementsprechend das Vertrauen der internationalen Investoren weg ist und natürlich auch die chinesische Wirtschaft sehr, sehr stark zu kämpfen hat wegen den hohen US-Zinsen. Das muss man auch sagen, da komme ich gleich noch drauf. Aber wir sehen hier, dass China weiterhin Deflation exportiert, ja, und das ist natürlich gut für uns und für die USA, weil das hält oder bringt weiter deflationären Druck für die nächsten Monate. Ja, man muss natürlich sagen, wenn jetzt die Wirtschaft in den USA wieder Fahrt aufnimmt, ja, mit Wachstum kommt auch wieder inflationärer Druck hinzu, ja. Aber es ist hier zumindest ein gutes Zeichen, dass hier die Chinesen weiterhin Deflation exportieren. Und die chinesische Regierung hat sich jetzt auch dazu entschlossen, richtig stark in den Aktienmarkt einzugreifen und entsprechend den Aktienmarkt so richtig mit Liquidität wieder zu spülen. Die Nachricht kam gestern Abend raus. Ja, und wir sehen auch, die Märkte reagieren positiv, ja, weil das erhöht natürlich auch die globale Liquidität. Also die chinesische Regierung scheint jetzt so langsam hier umzufallen, was die Liquidität angeht. Sie hat es ja die letzten 18 Monate versucht, möglichst gering zu halten, aber jetzt macht sie die Schleusen auf. Ja, womit das genau zu tun hat, da kommen wir jetzt zu. Und zwar sehen wir hier im Prinzip das, was am Ende zählt, nämlich der Financial Conditions Index aus den USA. Ja, und wie ich schon gesagt hatte, und wir sehen hier, dass die US-Notenbank einerseits die Zinsen hochhält, ja, seit quasi 2 Jahren, und gleichzeitig ja, die Geldmenge sehr, sehr stark erweitert. Ja, und die Geldmengensteuerung, also dass sie die Märkte mit Liquidität spült und auch die US-Regierung, die ja durch den Inflation Reduction Act die Wirtschaft mit Liquidität versorgt, sorgt dafür, dass hier die Financial Conditions immer laxer werden. Ja? Und das heißt, je weiter hier diese Linie nach unten geht, desto laxer sind die finanziellen Rahmenbedingungen in den USA. Und dementsprechend, das hier ist quasi der Vorbote für entsprechendes Wachstum. Und wir sehen hier, dass die Financial Conditions hier nochmal vor allem im letzten Quartal des 2023 nochmal extrem lax geworden sind. Und jetzt musst du Folgendes wissen in dem Zusammenhang. Mit einem Timelag von circa einem Quartal, ja, bis das Geld in Umlauf kommt, schiebt das entsprechend die Wirtschaft an. Deswegen sehen wir jetzt auch schon langsam positive Stimmungsänderungen, was beispielsweise den Einkaufsmanager-Index angeht und was beispielsweise das Consumer Sentiment und so weiter angeht. Das heißt, die Financial Conditions, die vor allem im letzten Jahr, gegen Mitte, Ende letzten Jahres immer laxer geworden sind, die schieben jetzt mit diesem Timelag entsprechend die Wirtschaft an. Ja? Und deswegen gehen hier die Daten beispielsweise, was den Arbeitsmarkt angeht, was die Auftragslage der Unternehmen angeht, was die Aktienmärkte angeht. Ja, die US-Unternehmen haben ja gerade Berichtssaison. Ja, wir sind ja jetzt gerade mittendrin und wir sehen, die meisten haben schon die Zahlen veröffentlicht und die sind sehr, sehr stark, die meisten Zahlen. Sehr, sehr gut. Es gibt auch mal ein paar Ausreißer nach unten, aber in der Breite läuft die US-Wirtschaft sehr, sehr gut. Warum? Weil sie hier über die letzten 6 Monate sehr, sehr stark angeschoben wird über entsprechend die Geldmengensteuerung. Die Geldmenge, die letztendlich die Wirtschaft wieder nach oben schiebt, um es mal so zu sagen. Und das heißt, wir können im Prinzip sagen, da hier vor allem sehr, sehr viel Liquidität im letzten Quartal 2023 reingeflossen ist, mit einem Timelag von einem Quartal, was es in der Regel braucht, können wir erwarten, dass gegen Ende März, Anfang April, ab Mai, Juni und so weiter hier entsprechend die Auftragslage immer stärker wird. Ja? Die Banken vergeben entsprechend auch immer laxer die Kredite wieder. Ja? Das heißt, diese restriktive Kreditvergabe lockert sich, ist dabei, sich zu lockern. Ja? Und das ist natürlich gut, ja? Weil hier eben auch die Banken erkennen, dass die US-Notenbank immer lockerer wird
und die US-Regierung ja sowieso schon das Geld ohne Ende in die Märkte bläst. Ja? So, jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich am Anfang vom Video angekündigt habe. Und zwar, warum kriegen wir keine Rezession? Du siehst es hier am Financial Conditions Index. Liquidität ist alles, was am Ende die Zyklen ausmacht. Ist die Liquidität am Boden, ja, dann mit, oder wird die runtergefahren, mit einem Time-Lag geht auch die Wirtschaft und entsprechend die Aktienmärkte nach unten. Das haben wir 2022 gesehen. Ja? Hingegen wird die Liquidität hochgefahren, dann natürlich pusht das die Wirtschaft und auch die Aktienmärkte. Das haben wir 2023 gesehen, das werden wir auch 2024 sehen und das werden wir auch 2025 sehen. So, jetzt muss man sich überlegen, warum kommt auch keine Finanzkrise mehr wie 2007, 2008? 2007, 2008 sind die Märkte um 50%, teilweise sogar mehr, eingebrochen. Die US-Notenbank ist sich dessen bewusst, dass sie sich sowas nicht nochmal erlauben kann, weil sonst das Vertrauen, ja, die Finanzkrise 2007, 2008 hat einen enormen Vertrauensverlust gekostet. Und die US-Notenbank ist sich dessen bewusst, genauso wie die EZB, dass sie sowas nicht nochmal zulassen dürfen. Deswegen hat übrigens auch Janet Yellen 2016 geäußert, es wird keine größere Krise oder Rezession mehr geben. Ja? Und es haben sie alle belächelt. Ja, auch jetzt noch ist es natürlich fraglich, ob man das so genau für die Zukunft prognostizieren kann, wohl wissend, dass sowieso das US-Finanzsystem mit der Druckerpresse früher oder später auf sein Ende hinsteuert. Aber für die kurze und mittlere Frist, für die nächsten Monate und Jahre, muss man sich nur anschauen, was hat die US-Notenbank während Covid gemacht. Covid hätte noch krasser sein können, der Einbruch, als 2007, 2008. Warum? Weil es ein weltweiter Shutdown war, wo die Industrie, der Service-Sektor quasi komplett geschlossen wurde teilweise und runtergefahren wurde. Und normalerweise hätte das jetzt den riesigsten Crash ever ausgelöst. Aber man muss ja sehen, nach 2007, 2008 haben sich die Notenbanken und ihre Instrumente weiterentwickelt. Sie haben sich vorbereitet, weil sie wussten, sie dürfen sich nicht nochmal sowas erlauben. Und deswegen, wenn du mal schaust, die Aktienmärkte sind während, als Covid angefangen hat, zwar in den Keller geschossen, aber schau mal nach, wie schnell die wieder nach oben geschossen sind. Wie schnell? Innerhalb von 2-3 Monaten. Warum? Weil die US-Notenbank entsprechend hier jetzt bereit war. Ja? Sie hat die Märkte mit Liquidität geflutet. Und deswegen sind die Märkte auch direkt wieder hoch. Und deswegen war es auch keine Riesenrezession, die da gekommen ist, sondern im Gegenteil, die Wirtschaft wurde richtig durch die Liquidität wieder ordentlich angeschoben. Ja? Und dementsprechend muss man sehen, wenn man sich die Aktienmärkte anschaut und schaut, wie schnell die runtergegangen sind und wie schnell die wieder hochgegangen sind, dann ist das so ein kleines Zeitfenster. Es war keine richtige Rezession. Das heißt, die US-Notenbank ist inzwischen vorbereitet auf alle möglichen Szenarien. Und nicht nur die US-Notenbank, wir sehen das auch an der EZB und anderen Notenbanken, dass die aus 2007, 2008 in der Weise gelernt haben, dass sie wissen, wie sie Probleme schneller beseitigen. Zumindest in der kurzen Frist. Langfristig ist es natürlich wieder ein anderes Thema. Ja? Geld drucken führt zu langfristigen Konsequenzen, das ist klar. Aber in der kurzen und mittleren Frist sind die Probleme erstmal gelöst. Wir haben das gesehen an der Schweizer Situation, die Schweizer Notenbank, wie die hier mit der Schweizer Regierung relativ schnell die Credit Suisse quasi untergebracht hat, innerhalb von einem Wochenende. Wir haben das gesehen von der US-Regierung während Covid, wie schnell die hier reagiert haben. Wir haben aber auch gesehen während der Regionalbankenkrise letztes Jahr März, wie schnell die reagiert haben.
da waren die Aktienmärkte noch nicht mal einen Monat unten, sondern im Gegenteil, die US-Notenbank hat sofort Liquidität reingepumpt, die ganzen Banken bei den größeren Banken untergebracht, die Regionalbanken, die da gestruggelt haben oder pleite gingen, schnell an die größeren Banken verkauft oder verscherbelt, um es mal so zu sagen. Aber das Problem ist aus der Welt geschafft. Innerhalb von wenigen Tagen, innerhalb von einem Wochenende teilweise. Und das muss man eben sehen. Das heißt, sie haben inzwischen, diese Notenbanken haben inzwischen Instrumente und Tools, um solche Krisen relativ schnell zu lösen. Ja? Und deswegen wird auch 2024 nichts mehr Sonderliches passieren. Selbst wenn der Krieg eskaliert, ja, so wie beispielsweise Ukraine-Russland damals. Was haben die Märkte gemacht? Sind kurz eingebrochen und dann ging es relativ schnell wieder hoch. Ja? Die Notenbanken können zu jeder Zeit unterstützen. Und das heißt, selbst wenn der Krieg im Nahen Osten entsprechend sich vergrößert, werden die Notenbanken kurzfristig einspringen und die US-Regierung auch. Und jetzt muss man ja sehen, was ist hier los? Weil es ist ja irgendwie, viele sind verwirrt, die US-Notenbanken hält die Zinsen hoch, aber diesmal tut sie nicht die Geldmenge verengen, ja, sondern sie fährt eine expansive Geldmengensteuerung. Und da sind viele Analysten verwirrt und fragen sich, was ist denn da los? Das passt doch nicht zusammen. Einerseits will man die Zinsen hochhalten, weil man sagt ja, man will Inflation bekämpfen. Andererseits schießt man Geld ohne Ende in die Märkte von Seiten der US-Notenbank und von Seiten der US-Regierung. Und das facht ja die Inflation an. Und da sagen die meisten, ich bin verwirrt. Was ist denn hier los? Der Financial Conditions Index ist deswegen komplett lax geworden, ja, und wird noch laxer werden. Ja, wir haben ja gerade angeschaut. Warum? Weil auch die Zinsen früher oder später runtergehen werden und die Geldmenge wird noch weiter vergrößert werden. Also muss man sich hier die Frage stellen, das passt doch nicht zusammen. Wenn man Inflation bekämpfen will, so wie die US-Notenbank das doch sagt, dann erhöht man die Zinsen und fährt die Geldmenge zurück. Aber das macht sie ja nicht. Also muss man sich hier fragen, was ist denn das wahre Interesse der US-Notenbank? Und meine Sichtweise ist so, dass die US-Notenbank es hier sehr, sehr clever gesteuert hat. Weil letztendlich ist es ein Kräftemessen zwischen den USA und zwischen China. Und die USA als immer noch größte Weltmacht wollen nicht, dass hier China den USA den Platz streitig macht. Also was macht man? Man weiß, China hat durch das kommunistische System eine sehr ineffiziente Kapitalverwendung. Ja? Das Kapital fließt nicht dahin, wo es am effizientesten ist, sondern dahin, wo die Regierung es möchte. Und das ist natürlich nicht sensationell gut. Ja? Und dementsprechend sind beispielsweise im Immobiliensektor, aber auch im Aktienmarkt vor 2 Jahren entsprechende Blasen gewesen in China. Ja? Und was haben die Amerikaner hier gemacht, um China daran abzuhalten, ihnen den Platz Nummer 1 streitig zu machen? Sie erhöhen einfach die Zinsen. Und das globale Geld sucht sich immer den Weg zu den Zinsen. Das heißt nichts anderes, dass das Geld der Investoren aus China abgezogen wird und in den USA investiert wird. Und das schafft natürlich ein Liquiditätsproblem für die chinesische Regierung. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass beispielsweise riesige Immobilienverwalter wie Evergrande oder Country Garden Richtung Pleite gesteuert sind die letzten 2 Jahre. Die chinesische Regierung hat das noch versucht aufzuhalten oder zumindest in einem strukturierten Prozess jetzt nicht zu einer exzessiven Finanzkrise ausarten zu lassen. Und das hat sie bis heute zumindest geschafft. Evergrande wurde ja oder ist gerade dabei, liquidiert zu werden. Ja? Ist im Prinzip insolvent und wird jetzt entsprechend aufgeteilt und abgewickelt. Ja, was mit Country Garden passiert, muss man sehen. Ja? Aber auf jeden Fall ist hier die chinesische Regierung aufgrund der hohen US-Zinsen
in den letzten 18 bis 20 Monaten heftig unter Druck geraten. Warum? Weil diese Zinsen in den USA dazu führen, dass das Kapital zum Zins fließt, nämlich in die USA. Und dann die Liquidität in China fehlt. Und ohne Liquidität kann man natürlich den Verpflichtungen nicht nachkommen. Wenn das dann passiert und so weiter, entsteht ein Kaskadeneffekt. Deswegen, aus meiner Sicht, ist es hier ein geopolitisches Spiel, was die Amerikaner führen. Das heißt, sie haben es aus meiner Sicht sehr, sehr clever gemacht. Weil was haben sie gemacht? Höhere Zinsen würden eigentlich auch dazu führen, dass die US-Wirtschaft einbricht. Aber die Amerikaner haben es clever gemacht. Sie haben die Zinsen erhöht, aber damit die US-Wirtschaft nicht einbricht, fluten sie die Märkte mit Geld, den Inflation Reduction Act. Und der Inflation Reduction Act hat dazu geführt, dass die amerikanische Wirtschaft bärenstark ist, obwohl die Zinsen so hoch sind. Und das ist natürlich sehr, sehr clever, ja? Weil die Zinsen wirken global, die Geldmengensteuerung ist allerdings auf die USA beschränkt. Die US-Notenbank schießt ja kein Geld in die chinesischen Märkte, sondern sie schießt es in die amerikanische Wirtschaft, in den amerikanischen Bankensektor, genauso wie die Regierung mit dem US Inflation Reduction Act. Und das heißt, Sinn und Zweck dieser hohen Zinsen mit der weiteren Expansion der Geldmenge war letztendlich nur, China quasi zu cutten und davor abzuschrecken, den Amerikanern im geopolitischen Spiel den Rang streitig zu machen. Ja? Und das hat man auch gesehen. Und zwar, wenn du dich erinnerst, im November letzten Jahres 2023 ist dann Xi Jinping in die USA geflogen zu Joe Biden. Und das bedeutet nichts anderes, dass letztendlich die Chinesen gesagt haben, okay, wir wollen euch den Rang nicht streitig machen, okay. Und Joe Biden, immer der einlädt, sitzt natürlich am längeren Hebel, ja, weil der kommt, ist quasi der am kürzeren Hebel. Das ist, muss man ein bisschen Geopolitik verstehen, dann ist das relativ klar. Und das bedeutet, Xi Jinping ist in die USA geflogen und es bedeutet nichts anderes, dass er am kurzen Hebel sitzt und das auch anerkannt hat, zugegeben hat und hier gegensteuert. Deswegen übrigens, seitdem gibt es auch keine Eskalation mehr bezüglich Taiwan. Und ich denke, die Chinesen haben jetzt gesagt, okay, ihr Amerikaner, ihr habt durch den Zins uns tatsächlich hier im Wachstum erstmal kurzfristig ja, sehr, sehr starke Schwierigkeiten gemacht. Wir möchten jetzt wieder kooperieren. Ja, und das bedeutet nichts anderes, dass sie indirekt so ein bisschen anerkennen, dass Amerika da quasi immer noch der Platzhirsch ist. Ja? Wie das dann mittelfristig aussieht, muss man abwarten. Ja? Auf jeden Fall ganz interessant. Jetzt, ich glaube, findet sogar heute oder morgen statt, treffen sich Diplomaten in China von den USA und von China, die eben über die weitere wirtschaftliche Entwicklung sprechen und die wirtschaftlichen Programme. Ja? Also auch da scheint man sich jetzt zu einigen und wahrscheinlich wird es jetzt da entsprechend auch wieder zu einer harmonischeren Stimmung kommen zwischen China und den USA, weil die USA haben ja einfach klar gemacht, wer der Platzhirsch ist. Ja? Und dementsprechend bin ich nicht verwundert über hohe Zinsen und gleichzeitig eine expansive Geldmenge, ja? Weil es ist ein geopolitisches Spiel, ja? Und das muss man halt verstehen. Und wenn du das verstehst und eben auch siehst, wie die Märkte funktionieren, dass sie eben sehr, sehr stark auf die Liquidität reagieren, dann ist relativ klar, mit einem Quartal Timelag, ja, wenn der Financial Conditions Index entsprechend lax wird, dann geht auch die Wirtschaft mit einem Quartal Timelag in dieselbe Richtung, nämlich nach oben. Und das sehen wir auch an der Kreditvergabe und so weiter und so fort. So, ich schaue jetzt mal, ob ich was vergessen habe. Und vielleicht noch ein Punkt, was man halt festhalten muss, warum die alten Prognosemodelle nicht funktionieren. Und zwar, viele haben ja diese
eine Rezession vorausgesagt für 2023. Viele sagen auch jetzt noch auf YouTube die ganzen Krisenpropheten für 2024 ein Desaster voraus und so weiter und so fort, weil sie die alten Prognosemodelle verwenden. Der Punkt ist, warum funktionieren die alten Prognosemodelle nicht mehr? Wegen Covid. Ja? Covid hat dazu geführt, dass hier die US-Notenbank in einem Maß eingesprungen ist, wie es noch nie vorher der Fall war. Und dadurch kam es zu einer Verzerrung in den Märkten. Ja, und diese Verzerrung wurde 2022 wieder zum Teil versucht auszugleichen. Aber das kann man natürlich nicht so einfach ausgleichen. Und diese Verzerrungen wirken bis heute nach. Und deswegen verschiebt sich alles. Und deswegen funktionieren die alten Prognosemodelle eben auch nicht mehr. Ja? Weil sich eben das geldpolitische Spiel verändert hat. Ja? Weil die US-Notenbank noch viel, viel aktiver ist, als sie das jemals vorher war, ja? In Bezug auf die Steuerung der Märkte. Und dementsprechend sage ich auch immer, sollte man sich selber eben auch eine Meinung machen. Ja? Ziel von dem Kanal ist es, dass du lernst, die Daten, die ich hier immer wieder präsentiere, zu verstehen, zu interpretieren und langfristig dir ein eigenes Bild, eine eigene Einschätzung machen zu können. Weil da musst du gar nicht mehr auf die ganzen Crash-Propheten hören. Da schaust du dir im Prinzip die Daten an und dann weißt du, wie sich das Ganze entwickelt, weil du die Fähigkeit entwickelt hast, das eben selber unabhängig von irgendjemand anderem zu interpretieren. Und wenn du diese Fähigkeit hast, dann weißt du nämlich auch, wie du investieren musst, um davon zu profitieren. Das ist das Ziel von dem Kanal und vor allem mit Fokus auf den Kryptosektor. Ich werde auch immer wieder auf die Aktienmärkte eingehen, aber vor allem auf den Kryptosektor. Und was du hier vielleicht auch verstehen musst, sind diese, ganz abschließend noch, diese 4 Jahreszyklen, mehr oder weniger in 4 Jahren, alle 4 Jahre, werden die Kreditzyklen erneuert. Ja? Und dementsprechend geht der Zyklus nach oben und wieder nach unten. Ja? Das heißt, nach unten bedeutet, die Geldmenge wird gestrafft, die Zinsen werden angehoben. Ja? Oder wenn die Zinsen nicht angehoben wird, dann wird die Geldmenge gestrafft. Und wenn es entsprechend nach oben geht, ja, dann wird die Geldmenge wieder gelockert und die Zinsen werden gelockert. Und jetzt weißt du ja, bezüglich der Geldmenge wird ja schon überall gelockert und vor allem nicht nur die Amerikaner, auch die Chinesen haben sich jetzt voll committed, hier den Aktienmarkt entsprechend zu retten und ordentlich Liquidität reinzuschießen. Und das bedeutet nichts anderes auf dem Zyklus, wo wir sind, in der Situation, wo wir uns gerade befinden, wird weitere Lockerung der Geldpolitik kommen. Von der US-Notenbank durch die entsprechend sinkenden Zinsen. Die Geldmenge wird weiter auf dem hohen Tempo gehalten, was er ohnehin schon fährt. Und die chinesische Regierung wird entsprechend lockern und die EZB wird auch lockern und auch die Zinsen senken. Und dementsprechend wird dieser Zyklus noch, so ist meine Einschätzung, bis mindestens Ende 2025 gehen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass die Märkte bis Ende 2025 weiter pumpen werden. Und da wird auch bis dahin Bitcoin in ganz anderen Regionen sein. Ja, und deswegen bin ich so ein absoluter Fan von Bitcoin, von den Altcoins aber auch, weil sie eben den Menschen eine Möglichkeit geben, von dieser wahnsinnigen Geldpolitik der Notenbanken endlich mal zu profitieren und nicht die ganze Zeit zu leiden über diese Inflationsschübe und die Kriege und was weiß ich und so weiter und so fort. Ich denke, du weißt, was ich meine. Das heißt, die globale Liquidität, die Geldmenge, die hier im Umlauf ist, die bietet die Grundlage für den Wachstumszyklus in der Wirtschaft. Ja? Und das sind in der Regel 4 Jahreszyklen. Lern sie zu verstehen und dann verstehst du auch immer besser, wann du in die Kryptos investieren musst und wann du lieber Geld rausziehst. Wenn dir das Video soweit gefallen hat und du den Kanal unterstützen möchtest, sodass auch andere diese Informationen erhalten, dann lass gerne ein Like da und ansonsten gerne natürlich auch ein Abo dalassen und sag mir gerne mal in den Kommentaren,
was du davon hältst, vor allem auch, ob meine Argumente bzw. Erläuterungen, die ich hier versucht habe rüberzubringen, ob die klar geworden sind, weil das nützt mir natürlich auch mal als Feedback. Ich werde aber auch auf Fragen in den Kommentaren gerne eingehen. Ansonsten würde ich sagen, an der Stelle, es ist heute ein bisschen länger geworden. In der Regel versuche ich das kürzer zu halten, aber ich bin jetzt raus. Schönen Tag dir. Ciao, ciao.